Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier gemeinsam mit euch versammelt, um 2021 offensichtlich eine neue alte Videoreihe neu zu starten. Und zwar werden wir wieder Full Face Only Brand Videos schminken und wir starten dieses Video mit Catrice. Wir werden alle neuen Produkte, die dieses Jahr so rausgekommen sind, in dieses Gesicht bringen und schauen, wie die Sachen so geworden sind. Ich mache das Ganze ja schon seit 2 Jahren, jedes Jahr mitgefühlt jeder Drogeriemarke. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jedes Jahr die Produkte ein klitzekleines bisschen besser werden. Falls ihr euch erinnert, vor 3 oder 4 Jahren ungefähr, als das Drogerie-Make-up erst so richtig in Wallung gekommen ist, wir haben alles erlebt. Aber mittlerweile habe ich wirklich ein gutes Gefühl und freue mich immer wieder, wenn ich Full-Face-Drogerie-Videos für euch drehen kann. Ihr liebt es, ich liebe es, we love us all. Let's go. Bevor es losgeht, ihr wisst, diese Woche ist ja meine Muttertags-Angebotwoche und auch heute habe ich eine richtig schöne Aktion für euch. Ihr seht es schon, ich freue mich, dass ich nach einem Jahr endlich wieder mit Ana Luisa New York zusammenarbeiten darf. Ich habe im letzten Jahr auch zum Muttertag schon mal mit denen zusammengearbeitet, weil ich finde, dass sie eins der schönsten Muttertagsangebote für Schmuck haben. Und ihr seht schon, ich trage hier eine richtig, richtig schöne Kette. Das ist natürlich jetzt ein Damenschmuck, deswegen ist sie ein bisschen kürzer bei meinem sehr männlichen Nacken. Aber ihr seht schon, es ist super schön und super hochwertig. Und passend dazu habe ich auch mir das Armband ausgesucht. Ihr findet dort Kohlenstoffdioxid-emissionsneutralen Schmuck. Und das ist eine ganz, ganz besondere Sache. Die Sachen sind verhältnismäßig günstig, starten bei ungefähr $39 und ich habe einen Code, mit dem ihr 15% sparen könnt. Das ist ein schönes Angebot für den Muttertag. Ich habe nämlich auch was, ich hoffe, meine Mutter sieht dieses Video nicht, weil sonst ist die Überraschung weg. Deswegen, Mama, I'm sorry, please don't watch jetzt nicht weiter. Hier, ihr was ganz Süßes ausgesucht. Und zwar sind das diese kleinen Mini-Kreolen. Ich zeige sie euch hier mal von Namen. Das ist genau der Stil, den meine Mutter so schön findet. Für mich ist es, glaube ich, ein bisschen viel. Aber ich mag so ein schlichtes Teil oder eine Statement-Kette. Es gibt wunderschöne Ringe. Es gibt wunderschöne Ketten mit Sternzeichen, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Motiven. Entweder für euch oder für eure Mama. Was ich besonders schön finde, ist, wenn ihr im Partnerlook vielleicht euch und eurer Mama ein kleines Geschenk schenkt. Deswegen schaut unbedingt bei Ana Luisa mal vorbei. Es kommt recht schnell an. Es kommt aus New York. Also es dauert ein paar Tage, bis es da ist. Und wenn es nicht pünktlich zum Muttertag ist, der nächste Geburtstag ist nah. Ansonsten kann man ja seiner Mama auch trotzdem mal zwischendurch verschenken. Ich setze euch alles einmal unten in die Infobox. Beachtet bitte, dass das Ganze bei Ana Luisa immer recht limitiert ist. Also es gibt nicht von jeder Stückzahl Unmengen, damit einfach der CO2-Fußabdruck und der Müllfußabdruck so gering wie möglich gemacht wird. Und das ist bei Schmuck, bei Modeschmuck immer sehr, sehr schwierig, weil große Massen produziert werden eigentlich. Ana Luisa hat sich aber gesagt, nein, wir wollen kleine Mengen haben, dafür so umweltschonend, wie es geht. Schaut gerne mal vorbei, ich liebe die Kette und die inspiriert mich auch so ein bisschen für den Look. Denn es gibt dieses Jahr super, super schöne Produkte von Catrice und die werden wir in dieses Gesicht einmal bringen. Einige Produkte kennt ihr schon, falls ihr noch nicht alle kennt, ich gehe nicht so explizit auf die ganz, ganz neuen Produkte ein, denn da gibt es nächste Woche ein komplettes Video zur neuen Clean ID Limited Edition auf dem Catrice-Kanal. Wir starten aber mit einem Primer. Und da habe ich hier den mehr oder weniger neuen One-Step-Primer. Der hat Lichtschutzfaktor 20, hat so eine ganz, ganz leichte Färbung mit drin, wenn ihr euch ihn ins Gesicht gebt. Und ich liebe den. Der hat erst eine weiße Farbe und sobald ihr ihn euch ins Gesicht gebt, verändert er seine Farbe, passt sich so ein bisschen an. Der hat auch einen Sonnenschutz mit drin, deswegen ist er am Anfang recht weiß. Er riecht super gut, nicht so doll, ist nicht so stark parfümiert und er sorgt dafür, dass eure Haut einfach schon mal so ein bisschen geblurrt ist. Ich gebe mir davon recht viel auf, weil ich finde, dass mehr Pflege ist mehr Effekt bei mir teilweise. Also nehmt da ruhig ein bisschen mehr von. Ihr könnt auch, wenn ihr so ein No-Make-Up-Make-Up-Day haben wollt, einfach nur dieses Produkt auf euer Gesicht geben, schön einarbeiten und dann seht ihr schon, kommt so eine leichte Färbung mit raus. Und das ist für diese, ja, so ein schönes Sonntags-Make-Up gar nicht schlecht. Wenn ich euch jetzt hier schon mal dran habe, Freunde, ich habe eine Frage an euch. Und zwar habe ich gesehen, dass YouTube mir neue Zahlen gegeben hat und ich sehe, dass freitags meine Videos von nicht so vielen von euch geschaut werden, weil einfach natürlich Freitag laden ganz, ganz viele hoch.
YouTube hat mir den Sonntagvormittag vorgeschlagen. Was haltet ihr davon? Und da brauche ich bitte von allen von euch einen Kommentar unten in der Kommentarspalte jetzt. Was haltet ihr davon, wenn ich meine Freitagsvideos auf Sonntagsvormittags verschiebe? Gebt mir da gerne ein Feedback zu. Wenn ihr sagt, nee, wir haben uns jetzt die letzten 3 Jahre daran gewöhnt, up to you. Ich richte mich nach euch, aber ich würde mich freuen über ein kleines Feedback. Okay, der Primer ist einmal eingearbeitet und schon so ein bisschen angetrocknet und ihr seht, es ist alles so ein bisschen ausgeebnet. Das heißt, wir brauchen gleich ein bisschen weniger Deckkraft von der Foundation und die ist neu und die ist toll. Das ist die Clean ID Luminous Matte High Cover Foundation. Die Farbrange ist eine Katastrophe. Ich weiß, Catrice weiß es mittlerweile, glaube ich, auch. Ich trage sie trotzdem sehr, sehr gern. Sie hat ein ultraschönes Finish. Sie gleitet richtig schön über die Haut und sieht den ganzen Tag luminous matt aus. Das ist ganz schwierig zu erklären. Ich arbeite mir erstmal eine halbe Gesichtshälfte ein, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Die Deckkraft ist tatsächlich recht hoch. Also ich habe erst gedacht, als ich das Produkt das erste Mal gesehen habe, das ist eher so eine Basic Foundation mit wenig Deckkraft, so ein bisschen wie so ein Tinted Moisturizer. Nein, das ist es nicht. Bei der Clean ID Reihe ist besonders darauf Wert gelegt, dass kein Mikroplastik, keine Parabene, keine PEGs, keine Mineralöle, also alles, was so in Make-up eigentlich nichts zu suchen hat, aber trotzdem eigentlich überall drin ist, hat Catrice dort rausgelassen und sie haben es trotzdem geschafft, ein sehr, sehr schönes Ergebnis zu erzielen. Schaut euch bitte den Unterschied einmal an. Ich habe hier immer noch extrem viel auf meiner Hand. Das heißt, ich kann damit den Rest meiner anderen Gesichtshälfte einarbeiten. Deckkraft ist völlig ausreichend. In Kombination mit dem Primer ist das wunderschön. Preislich ist die sogar auch sehr gut. Ich glaube, die liegt bei 3 oder 4,99. Vielleicht sogar weniger. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja immer irgendwo mal ein Angebot oder einen 10% Gutschein bei Rossmann beispielsweise. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen was sparen. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher rangeholt, damit ihr das Ergebnis auch nochmal von nahem sehen könnt. Ich liebe diesen Effekt auf der Haut und der bleibt auch so. Also der kommt, wenn ihr wirklich viel Puder benutzt, nach 3 Stunden ist er wieder da und sieht genau so aus. Beim Concealer konnte ich mich nicht entscheiden. Es gibt nämlich den neuen Clean ID Concealer, der ist sehr, sehr gut. Es gibt aber auch den True Skin Concealer. Wir nehmen jetzt mal den Clean ID Concealer. Ich habe den jetzt hier auch in der Farbe 025 und gebe mir den hin. Auch der hat eine extrem hohe Deckkraft. Und das ist, damit habe ich nicht gerechnet. Also wenn, okay, all tea, all shade, setzt euch hin. Die Unterlassungserklärung ist drin. Wenn ich an die Natur-Make-up-Produkte denke, Alterra, Alverde, ne, denke ich persönlich immer sofort an wenig Deckkraft, wenig Effekt, hoher Preis. Und das habe ich automatisch mit dieser Clean ID-Reihe verbunden. Und ich freue mich, dass es nicht der Fall ist. Ich weiß, wir wollen nicht pauschalisieren. Was haltet ihr davon, wenn ich demnächst nochmal eine zweite Runde oder eine neue Runde Alterra Alverde Make-up teste? Weil vielleicht haben sie ja auch gesagt, okay, hey, cool, mega, komm, wir packen einfach endlich mal Pigment in die Produkte. Ich lasse den Concealer immer so einen kleinen Moment antrocknen und verblende ihn dann erst am Rand, dass ich hier auf jeden Fall weniger Deckkraft habe. Dadurch verblendet er sich schön mit der Foundation und unter den Augen kann er ruhig 1-2 Minuten antrocknen. Der ist nämlich sehr, sehr flüssig und dadurch wird die Deckkraft einfach ein bisschen erhöht, weil die Feuchtigkeit verdunstet aus dem Concealer. Er wird ein bisschen wärmer und verschmilzt schöner mit den Augen. Schaut mal, wie einfach sich das Ganze verblenden lassen hat. Ich muss wirklich sagen, dass diese Clean ID-Reihe sehr, sehr gut performt. Und wie gesagt, ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt, ich hätte es nicht gedacht. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz an dieses True Skin Puder. Ich weiß nicht, ob ich es mochte oder ganz schrecklich fand. Deswegen probieren wir es jetzt einmal aus. Ich gebe mir so ein bisschen was in den Deckel. Nehme mir einen Pinsel von Letizia, gehe da rein und arbeite erstmal in meine Hand ein. Schau nach oben und sette dann den Concealer. Ich will ja, dass dieser Glow im Gesicht noch so ein bisschen bleibt. Okay. Also zum Baken war es, glaube ich, nichts. Ich erinnere mich. Vielleicht erinnert ihr euch. Zum Setten sehr gut. Zum Baken war es, glaube ich, nichts. Also schaut mal, wie schnell und einfach und Pore Blurring der Bereich war. Ich habe natürlich wirklich wenig Puder benutzt. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber über die Stellen. Ich habe aber noch ein anderes Puder, was ich sehr, sehr gerne mochte. Und das war in dieser Pappverpackung. Ebenfalls aus der Clean ID-Reihe. Farbe 025 Warm Peach. Das ist ein bisschen dunkler und das hat Pigment mit drin. Ich nehme denselben Pinsel und gehe jetzt hier einfach nochmal
unter die Augen und gebe da noch ein bisschen mehr Deckkraft hin, weil das andere ist eher so ein bisschen transparent. Das hier hat definitiv noch Deckkraft und ich glaube, ihr seht sofort, dass das alles so ein bisschen weich gezeichnet ist. Aber für so einen schnellen Setting-Effekt gar nicht schlecht. Es gibt einen neuen Bronzer. Ich glaube, den gibt es schon. Vielleicht gibt es den aber nur online. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist dieser hier. Das ist so ein riesengroßes Ding. Ich benutze ihn in der Farbe Light und stempel ihn mir einfach hier hin. Der hat eine super schöne Farbe, ist für Light sehr pigmentiert und ihr seht sofort, das ist sonnengeküsst. Fertig. Das Ding kostet 4,99 €. Ihr dürft raten, welcher Blush jetzt kommt, ihr süßen Mäuse. Selbstverständlich. Das ist wirklich, also da hat Catrice wirklich alles rausgeholt, was ging. Das ist der Cheek Lover Oil Infused Blush. Das ist ein gebackener Blush mit Schimmer. Habt ihr schon 1000 Mal gesehen. Und den setze ich mir einfach nur hier hin. Boom. Rot, Glow, Gold. Ein bisschen hier über die Augen, über die Nase, über die Stirn. Das gibt dem ganzen Gesicht wirklich diesen super frischen Look. Gleich belebt. Habt ihr das Video schon gesehen? Ich glaube ja am Montag. Da habe ich euch den Tipp gegeben, nehmt einfach den Blush, den ihr am Rest noch hier habt und geht komplett übers Gesicht, weil eure Haut, egal welche Hautfarbe ihr habt, gibt eigene Wärme durch. Und auch wenn ihr einen kühlen Unterton habt, trotzdem, ihr werdet mal ein bisschen roter oder ihr errötet. Und das sieht natürlich aus. Und wenn ihr dann hier übers Gesicht geht und einfach alles so ein bisschen settet mit dem Blush, seht ihr aus, als wärt ihr frisch errötet und lebendig. Für meine Augen benutzen wir die neue Pro Peach Origin Palette und schminken daraus einen sehr alltagstauglichen Look. Die ist sehr alltagstauglich. Auch die Farben. Ihr habt recht helle Farben. Ihr habt viele Base-Farben, mit denen ihr euer Lid setten könnt. Ich benutze meistens immer nur dieselben Farben. Und zwar gehe ich mit dem fluffigen Pinsel in die Farbe Nature rein und hält die so ein bisschen auf mit Misty Rose und gebe mir die in meine Lidfalter. Das ist mein, ihr habt es neulich gesehen, mein aktueller Alltagslook. Wirklich eine matte Farbe, vielleicht zwei, um so ein bisschen auszublenden. Definition und dann kommt gleich ein bisschen Licht drauf. Ihr könnt selbstverständlich auch noch so ein bisschen weiter ins Blau gehen oder so. Das ist aber im Moment, ich weiß nicht, wie steht ihr so zu kühlen Lidschattenfarben, vor allen Dingen jetzt im Frühling? Ich liebe es einfach, wenn es so ein bisschen peachy, so ein bisschen natürlich ist. Alles so ein bisschen edgy. Und frisch. Aufs bewegliche Lid gehe ich in die Farbe Eccentric. Das ist so ein Gold, so ein bisschen texturiert. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Und das gebe ich mir einfach hier komplett rüber. Und das ist so schimmerig, auch mit dem Finger. Ne? Das vermischt sich dann und dann habt ihr einen super metallic Look auf den Augen. Ihr könnt auch gerne noch so ein bisschen die Farbe Curious mit reinpacken. Das ist noch so ein bisschen güldener und passt dann wirklich perfekt zum Schmuck von Ana Luisa. Sieht frisch aus. Und wenn ihr wollt, so ein bisschen... Wollen wir Fox Eye machen? So ein bisschen. Also ich bin ja nicht die größte Maus, also eigentlich gar keine Maus im Eyeliner ziehen, ne? Aber so einen kleinen Eyeliner hier hinten in braun. Nicht in schwarz, sondern wirklich in braun. Sieht super, super schön aus. Schaut mal, wie schnell und einfach dieser Look ging. Ich habe aber selbstverständlich auch eine neue Mascara und die kennt ihr bestimmt nicht. Die ist neu und das ist die Lift Up Volume Waterproof Mascara mit Lash Lifting Technology. Was auch immer das sein soll, was ich auf jeden Fall weiß, was sie hat, ist ein krasses Bürstchen. Für die Lippen benutze ich den Silk Intense Lipstick in der Farbe Mocha Delight. Das geht so ein bisschen ins wärmere Nude, so ein bisschen in die Ricotta-Richtung und toppe das Ganze mit dem Hydra Volume Lip Plumper. Und das ist mein 2021 Full-Face Catrice Look. Super schön, sehr erwachsen, sehr modern, sehr zeitgemäß, finde ich ihn. Die Base ist frisch, die Lippen sind natural, die Augen sind poppin'. Ich liebe diesen Schimmerton auf den Augen und das passt auch wirklich zu jedem Outfit. Ihr könnt es schick tragen mit einem Kleid, ihr könnt es casual tragen mit der Jogginghose. Girl, you do you. Ihr fühlt euch, wie ihr euch fühlt und ich finde, mit diesem Make-up sieht das Ganze wirklich gar nicht schlecht aus. Ich fühle mich super. Ich könnte jetzt so zum, weiß ich nicht, zum Boccia gehen, zum Strand. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, welche eure Catrice-Favoriten 2021 in diesem Jahr bis jetzt sind. Ansonsten schaut unbedingt bei Ana Luisa vorbei. Der Schmuck ist wirklich schön. Der Code gilt auch nur noch kurze Zeit, also schaut da gerne vorbei. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bedanke mich und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.